Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars Duel auf Bergwerk Labs, dem besten Server, hoffentlich auch jetzt schon in eurer Serverliste. Ich bin euer GigaGreevy und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Und wir spielen auch etwas ganz, ganz Neues, denn Bed Wars Duel ist ja nicht gleich Bed Wars Duel, zumindest nicht auf bergwerklabs.de. Und es geht los in 5, 4, 3, 2, 1, Klick, denn wir spielen die neue Map E-Neutron. Und dahinter steckt nicht nur eine neue Map, sondern dahinter steckt vor allen Dingen ein gänzlich neues System. Es handelt sich nämlich hierbei um die sogenannten experimentellen Maps. Und ich sehe schon, es ist relativ dunkel hier drin. Ich mache mal die Shader lieber aus. Wer das Interview verfolgt hat, das Bergwerk Labs Interview, der wird vielleicht wissen, dass die experimentellen Maps schon länger in Planung sind. Und ich muss mal eben schauen, wo ich mich hier überhaupt hinbauen muss. Ich habe nämlich keine Ahnung. Achso. Ah, ich verstehe. Nämlich, dass man hier... Oh, hoppala. Dass man hier die Basen verschieden gebaut hat. Das heißt, jede Basis ist anders. Kleine Anmerkung jetzt mal hier vom Zukunfts-Giga-Greevy. Hallihallo. Es ist tatsächlich so, die Basen sind jetzt nicht unterschiedlich gebaut. Die sind von der Struktur her, glaube ich, gleich. Es sah nur so ein bisschen aus, weil praktisch man einen Nachbarn hat und dann ein bisschen mehr Abstand war zur nächsten Basis. Und das hatte mich in dem Augenblick dann doch ein bisschen verwirrt. Tatsächlich ist der Unterschied aber, und das wird man später auch merken, in dieser Map zumindest, dass man zum Beispiel zwei Mitten hat, wenn man so will. Oben und unten. Also jede experimentelle Map hat ein anderes Experiment zugrunde. Und theoretisch haben wir sogar noch genügend Bronze, um uns auch ein bisschen Lederrüstung zu machen. Ja, nein, wie gesagt, also die Betten sind, glaube ich, überall gleich. Aber selbst da bin ich mir inzwischen unsicher. Und ich weiß nicht, was das da unten ist. Gibt es da Gold? Oder was ist da? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Mal schauen. Da gibt es tatsächlich Gold. Dann nehmen wir das natürlich mit. Map von Big Hole aka Jack Slater. Die Map soll es wohl schon mal auf einem anderen Server gegeben haben, aber darüber weiß ich jetzt nicht so sonderlich viel. Natürlich kommt da jetzt natürlich wieder neues Gold. Das ist ja auch logisch. Zack, zack, zack. Flomo hat das Spiel schon verlassen. Wir sind Team Weiß. Wir müssen echt aufpassen auf unser Bett. Ich habe keine Lust, dass wir unser Bett gleich zu Beginn verlieren. Aber aktuell sieht es dahingehend ganz gut aus. Wir sind noch im Spiel. Oh Gott, jetzt fliegen aber die Betten hier kaputt. Eins nach dem anderen geht hier down. Okay, Leute, passt auf. Wir holen uns einfach mal einen schnieken Bogen. Schnieke Pfeile holen wir uns auch. Eine Rettungsplattform wäre vielleicht hier auch noch ganz praktisch, aber wenn nicht, dann, ja, dann ist es halt nicht so. Trotzdem eine bessere Rüstung, die muss schon her. So, zack. Wir bekommen hier so viel Eisen, da können wir uns auch genügend Pfeile holen. So ist es ja nun nicht. Hey, Pat. Pat. Tschüss. Pat. Oh, da ist Borg-Cubus. Borg-Cubus, wir müssen aufpassen. Da ist der Dark Layton. Wir müssen langsam mal angreifen. Wir müssen langsam zu Potte kommen. Ich habe ein bisschen Angst hier. Ich habe hier ein bisschen Angst. Unser Bett ist zwar noch ganz, aber man fragt sich ja immer, für wie lange. Und ich will mich auch ungern nach draußen bauen. Auf alle Fälle hat einer Gold. Da macht er gleich wieder einen Bogen, ne? Gleich wieder einen Bogen. Da hat noch jemand Gold, ich hab's gerade gesehen. Passt auf, Leute, wir machen es wie folgt. Zack. Und zack. Ja gut, da kann man natürlich jetzt relativ simpel entkommen. Obwohl, ne, man kommt ja hier gar nicht durch. Hier kommt man nicht rein, das ist schon mal ganz gut. Das ist schon mal ganz nice, das gefällt mir. Das finde ich schön, das finde ich in Ordnung. Dass man sich hier ein bisschen... Oh, oh mein Gott! Boah, hat der mich erschrocken. Meine Herren, da habe ich überhaupt nicht aufgepasst. Mann, nein, das darf doch nicht wahr sein. Ja, das ist natürlich jetzt sehr, sehr bitter.
Ach Mann, das ist doch doof jetzt. Ja gut, das war's dann wohl mit der Folge. Schade, danke. Da habe ich nicht aufgepasst. Das war sehr, sehr ärgerlich. Aber egal, also jetzt kann man vielleicht nochmal ein bisschen dieses Map-Prinzip uns anschauen. Hier oben gibt es tatsächlich noch eine Mitte. Die habe ich ja noch gar nicht mitbekommen. Da hätte man sie natürlich auch nach oben bauen können, statt nach da unten. Ne? Das wäre genauso möglich gewesen. Und ansonsten, wir gucken uns das hier mal ein bisschen an. Ja, also es ist nicht ganz gleichmäßig hier verteilt. Die Wege sind dementsprechend immer ein bisschen anders. Ja, wobei, also man hat immer einen Nachbarn, zu dem man sich direkt bauen kann. Das ist immer möglich. Allerdings sind halt hier die, ja, zwischen den zwei Basen jeweils ist der Abstand einigermaßen gleich. Und so gibt es halt immer nochmal so einen Überspann. Ich muss halt noch herausfinden, inwieweit sich das Ganze dann immer ändert. Da müssten wir wahrscheinlich einfach mehrere Runden spielen. Und oh mein Gott, ist hier viel Gold. Das dürften wir uns mal merken für eine zweite Runde. So, wer ist denn eigentlich rot? I like Pain Senpai. Das ist meines Erachtens ja ein Nick. Das könnte der liebe Deathstorm sein. Der muss jetzt eigentlich nur noch den Bockcubus runterkicken. Und dann ist es eigentlich schon das mit ihm gewesen. Schade, dass wir uns da jetzt so haben runterkicken lassen. Aber ich bin noch in der allerersten Runde dieser Map. Und da bin ich immer sehr, sehr nervös. Ein bisschen ärgerlich. So, hier ist enorm viel Zeug. Also es spawnt auch sehr, sehr viel. Viel Eisen, viel Bronze. Und da muss man eigentlich nur zusehen, dass man sein Bett vielleicht besser einbaut, als ich das getan habe. Denn ich habe mich ein bisschen darauf verlassen, das nur oben einzubauen, nicht unten. Und dann war ich total überrascht. Ich hätte vielleicht auch eher auf den Bogen wechseln sollen. Aber das weiß man ja auch alles immer dann hinterher. Da ist man immer schlauer. Aber hier wurde auch mit Kisten gearbeitet, seht ihr? Und das war's schon. Da hat tatsächlich Deathstorm gewonnen. Deswegen gibt es einen Nicer Dicer Waffelbeißer. Trotzdem, schöne Runde. Also sehr interessante Map. Und wir schauen uns diese Map sicherlich auch ein zweites Mal an. Vielleicht dann auch gleich in Verbindung mit der nächsten Map. Denn es soll in Zukunft laut einem Tweet ja so viele Maps jetzt geben. Am Stück jeden Tag eine neue, bis es keine mehr auf Halde gibt. Also Bergwerk Labs hat da einige schon vorbereitet und möchte die jetzt Stück für Stück raushauen. Wie gesagt, da sind die Basen wohl immer ein bisschen anders gebaut oder dergleichen. Müssen wir uns mal anschauen, damit ich das auch besser beschreiben kann. Ansonsten einfach nochmal ins Interview reinhorchen. Jack hat da ein bisschen schon was durchschlunzen lassen, aber sich das Ganze dann mal live anzuschauen, das hat natürlich auch immer seinen Reiz. Deswegen würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat, einfach mal einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr auch noch ein bisschen neugierig seid, denn ihr hört das schon in meiner Stimmlage. Ich bin nach wie vor ein bisschen neugierig. Ich will das noch ein bisschen entdecken. Hallo Chewie. Und dann schauen wir uns praktisch morgen vielleicht sogar schon die nächste experimentelle Map an. Also ich denke, da ist echt viel Potenzial dahinter, hinter diesen neuen Maps. Das ist es von meiner Seite und ich sage, good game, macht es gut und bis dahin, euer GigaGreevy. Ciao, ciao.